Hallo und herzlich willkommen an diesem wunderschönen Tag. Mein Name ist Flavo und eigentlich bin ich schon in den Startlöchern, um den heutigen Livestream auf dem Kanal Rocket Supernova vorzubereiten. Und ich habe aber gehört, Kip hat ein paar Testspiele auf der Switch gemacht, und zwar da ist jetzt Among Us nämlich verfügbar. Und wir wollen uns die ersten Spiele, wo Kip auf der Switch gespielt hat, also die ersten Among Us-Runden, wo Kip auf der Switch gespielt hat, mal anschauen. Er hat mich gesagt, es hat da einige Probleme gegeben. Hier sind wir also Spiel, also eins vorweg, das Spiel funktioniert auf der Switch eigentlich im Grunde genauso wie auf dem PC. Man kann hier schon sehen, es gibt eine deutsche Übersetzung, eine deutsche Version, und es gibt einige öffentliche Gruppen, wo man dann beitreten kann. Natürlich ist es empfehlenswert oder auch lustig, wenn man eine eigene Gruppe hat mit Freunden und so weiter. Und man kann auch die Farbe vom Skin wechseln und so weiter. Das machen wir jetzt hier auch mal und machen jetzt halt blau. Jetzt gerade gibt sich lila gemacht, weil blau ist schon. Naja, egal. Und jetzt gucken wir einfach mal rein, wie Kip so gespielt hat. Er ist Besatzungsmitglied und es gibt einen Verräter. Also der Imposter ist der Verräter. Ah ja, bewegt sich ziemlich schnell. Und er findet seine Aufgaben nicht. Aber man muss bedenken, Kip spielt das Spiel das zum allerersten Mal auf der Switch. Er hat das ein paar Mal schon auf dem PC und auf dem Handy gespielt. Aber er weiß jetzt irgendwie noch nicht so richtig, was er tun soll. Aha, ja, also hier muss man das abschießen. Das ist ein Videos oder Streams. Nicht so einfach. So, jetzt wurde ein Eiche gefunden und jetzt wird beratschlagt. Natürlich, wenn man kein Discord hat, beziehungsweise die Möglichkeit, irgendwie so zu quatschen, dann geht das nur über diesen Chat da oben. Und ihr seht, es heißt gewonnen. Und jetzt kann man anklicken, weiterspielen. Ich mache mich auch hier weg. Weiterspielen, play again oder quit. Und ihr seht, Kip drückt da drauf und es passiert aber nichts. Und das ist irgendwie seltsam. Ist das verbuggt oder was ist da los? Wir gucken mal ins zweite Spiel. Kip hat es zum zweiten Mal dann nochmal gespielt. Jetzt hat er versucht, aus dem Menü rauszugehen, aber es geht irgendwie nicht weiter. Ihr seht, muss das Spiel wirklich beenden. So. Jetzt haben wir. So, da ist er wieder. Jetzt hat Kip das Spiel komplett beendet, hat ein paar Runden Splatoon gespielt, das sehen wir vielleicht ein anderes Mal wieder. Und hat das Spiel nochmal neu gestartet. Mit einer neuen Gruppe, mit einer anderen Gruppe. Er guckt sich ja ein bisschen das Menü an. Ja, er kann sich nicht blau machen. Aha, hier sehen wir schon auch, wie der Chat aussieht, wie der so funktioniert. Ja, was bedeutet Keep? Ja, was bedeutet Keep? Keep schreibt dann da rein. Ja, den Chatverlauf, den überspringen wir jetzt mal ein bisschen, das ist nicht so interessant. Und es geht los. Mit einer Gruppe, die übrigens sehr redselig ist im Chat und freundlich ist, und das ist schon mal schön. Also, er wurde gefragt, ne, oh, was bedeutet Keep? Ach, cool und so weiter und so fort. Ah, Karte. Ja, das ist eins von den in Anführungszeichen schwereren Tasks. Man muss bei Among Us ja immer so ein paar Aufgaben erfüllen. Und während halt ein Verräter rumläuft, der hier die Leute umbringt. Aber das kennt ihr. Ich muss euch Among Us, glaube ich, gar nicht erklären. Also, jetzt muss man natürlich Aufgaben aussuchen, das wird so auf. Schön, dass hier alles auf Deutsch ist und auch alles erklärt ist, was man zu drücken muss. Und es wurde eine Leiche gefunden. Und jetzt wird natürlich wieder beratschlagt.
Nachteil an der Switch. An der Switch muss man auf dem Controller das so eintippen, wenn man es am Fernsehschirm spielt. Wenn man es auf dem Touchscreen hat, ist es natürlich ein bisschen einfacher. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also dieses Rumgetipsel auf Controller, das ist echt mühselig. Also wenn man mich persönlich fragt, finde ich, ist Among Us am PC-Spielen angenehmer wie jetzt an der Switch. Auf der Switch am PC ist es auch kostenlos. Nee, nicht ganz kostenlos. Was rede ich denn da? Am Handy ist es kostenlos, aber am PC, da kostet es bei Steam 3 Euro oder 4 Euro im Grad und bei der Switch ungefähr auch so viel, also nicht ganz 5 Euro. So. Vorherige Runde, wo sofort irgendwie Victory war, sofort gewonnen war, und dann ist das Spiel irgendwie eingefroren, konnte nicht nochmal ins Kip, hat wirklich Probleme mit diesem Spiel auf der Switch, wenn man bedenkt, dass es fast 5 Euro kostet. Das dürfte eigentlich nicht sein. So, Chloe wurde ausgebordet. Gucken wir mal. Chloe der Verräter war, nein, war nicht der Verräter. Ja, es ist schon so ein bisschen komisch, das alles auf Deutsch zu sehen. Das ist ein weiterer blitzkleiner Minuspunkt. Weil man ist nicht so gut, dass da jetzt alles auf Deutsch steht. Aber ich glaube, man kann es auch nicht mehr ändern. Man kann es auch nicht schreiben auf eine andere Sprache. Aber wenn die Standardspracheeinstellung jetzt Deutsch ist, ist es angepasst. Und ja, es hat auch den Vorteil, man erkennt eben, was man machen muss. Also, alles auf Englisch ist. So, oh, ein Emergency Call, ja, das ist auch so ein Feature bei Among Us. Man kann auch, wenn man noch etwas bereden will oder wenn die Abstimmung zu kurz, die Abstimmungszeit kurz war, kann man den Notruf nochmal drücken. So, und hier müht sich Kip jetzt wieder mit dem Chat ab. Jetzt schreibt er einfach nur noch ein Fragezeichen rein. Dark Blue Fake Mad Bay. Nein, hat Kip zuerst gedacht, er wäre damit gemeint, aber Kip ist ja nicht blau, sondern lila in dem Spiel, weil blau Spaghetti ist ein Capo, Kaya, Pussor, aber ich kann diesen Namen nicht aussprechen. Tut mir leid. Vielleicht können sie ja aussprechen. Und ja, wenn man einfach nur schreiben will, not me oder so, das dauert hier ewig. In der Zwischenzeit geht das Spiel ja im Hintergrund schon wieder weiter. Also wie gesagt, es ist angenehmer auf dem PC wie auf der Switch. So, jetzt wird abgestimmt. Kapuska. Ist ausgebildet worden und war aber nicht der Imposter, also der Verräter. Und es ist einfach immer noch da und es geht weiter. Also es sieht eigentlich recht gut aus. Es, wenn man sich dran gewöhnt und wenn man ein bisschen sich die Skills ein bisschen übt, die Handhabung ein bisschen übt, könnte ich mir vorstellen, dass es recht gut, dass man damit auch recht flüssig spielen kann. Die Aufgaben sind ja mit Absicht sehr simpel gemacht, weil es ja nicht darum geht, Aufgaben zu machen, sondern es geht darum, letztendlich herauszufinden, wer der Verräter ist, bevor er verhindern kann, dass alle ihre Aufgaben erledigen und wiederum leben. Und wer ist der Poster? Na, kleiner Funfact, ich weiß es jetzt inzwischen natürlich, Kip hat es jetzt da noch nicht gewusst. Wie gesagt, dieses Spiel ist eine Aufzeichnung. Ich weiß, es macht mehr Spaß, Bock, wenn man so etwas live spielt. Also an alle die, wo jetzt bisher ja schon so geguckt haben, das Video geht ja schon knapp 9 Minuten. Vielen, vielen, vielen Dank. Ja, jetzt will ich mal weit, das hat man weiter auch falsch geschrieben. Also, das ist eh wurscht. Das ist eh wurscht. Weit. Icebreaker, Icy. Dark Green. Also Shelly. Oder Anonymous. Wer wird ausgewählt?
Tipp. Jetzt wird es aber langsam eng. Aufgaben erledigen, bevor der Verräter, der Imposter, seine Aufgaben hier erledigt. Ja. Ah, hier muss man irgendwas an der Energie links uns regeln. Auf die Tische, das wird für eine Aufgabe erledigt. Der Astronaut, super. Da, wo der Pfeil bedeutet, da ist eben die Aufgabe, beziehungsweise ich glaube, die Ausrufungszeichen auf der Map. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten. Meine Weihnachten waren grandios. Tolle Ohrenschmerzen und Ohrensausen gehabt. Ja, egal. Krankenstation, da ist nichts mehr. Schaut mal her, alle sind tot bzw. rausgeworfen. Kip ist alleine mit Shelly. Normalerweise hat der Imposter jetzt schon gewonnen. Also ist Shelly der Imposter. Ja, jetzt schreibt er wieder noch reinschreiben: We I'm alone! We will play mit dem Alien. Aber komischerweise ist der Imposter selbst noch da und das ist irgendwie seltsam. Entweder Kip hat in der Voreinstellung irgendetwas verschlafen. Oder das Spiel packt hier ordentlich rum. Weil es ist ja klar, dass die sich jetzt gegenseitig wählen. Und dann ist ein Unentschieden. Und Achtung, jetzt passiert es gleich. Jetzt meldet das Spiel, keiner ist raus, es ist unentschieden. Und dann macht's. Also der Verräter ist noch übrig und dann macht's plump. Und das war's. Der Bildschirm bleibt schwarz. Man hört nur noch Geräusche, wie die Figuren, also wie Kip jetzt durch die Gänge läuft. Hört mal genau hin. Aber das war's auch schon. Da kommt jetzt auch nichts mehr. Und das ist irgendwie seltsam. Also das dürfte nicht sein. Das war jetzt bisher, also Kip hat es jetzt zweimal versucht durchzuspielen, beziehungsweise zu spielen und beim ersten Mal ist der Bildschirm eingefroren, man konnte nicht mehr weiterklicken und beim zweiten Mal ist es schwarz geworden und normalerweise kann man mit dem Imposter nicht alleine sein. Und das habe ich da irgendwas übersehen, haben die Regeln vielleicht verändert oder stimmt mit der Kips Technik was nicht. Was für Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, beziehungsweise es gibt ja dann auf dem Kanal von Rocket Supernova einen Livestream, einen Furry-Livestream. Und wer weiß, vielleicht bin ich auch mit von der Partie. Bis dann, bleibt gesund, bleibt neugierig und wir sehen uns. Tschüss.